Heute ist mal wieder Sonntag. Heute ist der erste Tag des Jahres, an dem ich mir wieder ein in Wasser getränktes Handtuch auf die Beine gelegt habe, weil es halt scheiß warm ist. Und damit hallo-seits und willkommen zurück bei F1 2020. Der große Preis von Aserbaidschan, das Rennwochenende in Baku. Für morgen fürs Spielen am Nicht-Lenkrad habe ich mir schon für den Eimer für die Beine, knietief hoch, Wasser, habe ich mir schon extra ein paar Eiswürfel ins Gefrierfach gelegt. Das geht heute nicht, weil Pedalerie und Wasser, könnte schwierig werden. Kein Regen hier. Nachrichten. Kein Regen im Qualifying und im Rennen, auch wenn stark bewölkt am Ende des Rennens. Wir stehen zum allerersten Mal auf dem Papier vor Mercedes. Was das wert ist, werden wir sehen. Eine Siegchance haben wir, denke ich, denn die Strategie kann das zum Beispiel auch sehr gut ausmachen. Erstes sind auf Gelb ist auf jeden Fall das Ziel. Teile werden wieder gewechselt, genau, dann können wir auch gleich wieder loslegen. 28 Grad gerade hier im Zimmer. Es wird noch ein Hauch wärmer werden. Ach je. Andere machen Sommerpause, auch auf YouTube. Und im Fernsehen ist das bei Serien auch nicht ungewöhnlich. Ich sag mir halt, ja, ist nicht schön, aber mir würde halt eine Menge Spaß entgehen. Mal gucken, ob ich die Meinung irgendwann vielleicht noch dieses Jahr ändern werde. Bisher in 7 Jahren noch nicht. Ein rosa Lee mit Ahornblatt auf der heiligen Klobrille. Kommt vom Straw. Während dieser Session werden wir zusätzliche Daten aufzeichnen. Mach dir keine Sorgen, dies dient nur der Überprüfung der Teile, ob sie ihren Spezifikationen gerecht werden. Boah, Luft 28 Grad, das wäre jetzt, oder den Tag über, wäre das schön gewesen, dann wäre es jetzt vielleicht 26 Grad hier drin. Es sind nur 2 Grad, aber das wäre schon schöner. Absoluter Sonnenschein, das gesamte erste Training, ja. Nicht Regen, kein Regen in T2 und auch nicht in T3. Wenn auch mal kurz stark bewölkt, zwischen Minute 0 und 20 und dann wieder ganz freundlich bis zum Ende. Ich weiß, es ist verlockend, sich ganz und gar auf das Rennen zu konzentrieren. Aber wir sollten die Qualifying-Simulation nicht gänzlich außer Acht lassen. Versuche sie vor dem Ende des dritten freien Trainings durchzuführen. Die ersten beiden Sektoren, keine Autoeinstellungen. Wir werden mal entgegen der letzten Saisons einfach mal mit weniger Abtrieb fahren. Hier in Baku sonst so 5-3, jetzt mal 4-1. Einfach mal ausprobieren. Wird schon hoffentlich nicht in die Hose gehen. Und der Reifenunterschied. 6 Zehntel und dann 1,2. Boah, das in Wasser getränkte Handtuch ist schon einiges wert. Okay, hier ein paar Infos zu Baku. Große Vorsicht bei Kurve 4, die nach rechts geht, und bei Kurve 8, die etwas bergauf geht. Beide sind sehr eng und können problematisch werden. Man kann den Bremspunkt schnell mal übersehen. Ich sag mir halt, ich bekomme den Raum eh nicht effektiv runtergekühlt, dann kühle ich mich halt runter. Ob jetzt heute nur mit Handtuch oder morgen mit Handtuch und eben mit Eiswasser. Wo ich die Beine reinstelle. Was ist das denn, Autopilot? Ich habe hier nicht gesteuert. Jetzt darf ich steuern. Beim Zurück in die Ausfahrt fahren. Ach je. Dieses kleine Gewicht auf den Beinen ist gerade, ich sag mal, ungewohnt. Denke ich, sollte nichts an diesem Rennwochenende ausmachen im Sinne von, deswegen habe ich jetzt einen Fahrfehler begangen. Ah, es ist und bleibt aber ein Stadtkurs. Die Mauern sind nicht weit weg, also Konzentration. Und die Strecke gefällt mir nicht, deswegen ist es dann für mich nochmal umso schwieriger. Und das Rennen hier ist lang. Und im Zimmer ist es warm.
tolle Mischung. Vielleicht ist das die Mischung für den ersten Sieg der Saison. Das wäre schon schön. So als Belohnung. Oh, das war die Nase. Ganz geblieben. Bei der Möchtegernburg. Aufwärts, der Randstein links, der ist weiter nach innen gerutscht, in echt. Und auch dann oben bei der Rechtskurve. Da ist der Randstein näher an der Mauer drin. Oder die Mauer näher am Randstein. Wetterbericht. Das Radar zeigt keine Störungen. Das Wetter sieht im Moment gut aus. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Der ist Test bestanden. Sehr schön. Zu früh gebremst. DRS-Zone in Kürze. Bereit machen. Die Entfernung siehst du auf deiner MFA. Schon drin. Gar nicht auf dem Leistungsdatenblatt ins Detail geguckt bei den einzelnen Abteilungen. Oh, das war knapp. Das kann ich auf die Hitze schieben, dass ich da nicht reingeguckt habe. Der Randstein ist weiter nach innen gewandert und der hier oben rechts ist geführt auch etwas näher an der Mauer ran. Dran, in echt, nicht im Spiel. Aber eben im Vergleich zum Spiel. Gucken, ob das noch grüner wird, grün wird mit drei roten Punkten. In den violetten Bereich zu kommen. Du erhältst einen Beständigkeitsbonus, wenn du mehrere Kurven hintereinander meisterst. Aber eins schon mal besser erwischt. Was war denn? Bisher alles wieder. Scheiße. Nein. Jetzt habe ich etwas zu früh gebremst. Könnte eng werden mit Lila. Hinten der Rest sollte lila werden. Und wenn ich das eine Tor an der Rechtskurve nicht so gut getroffen habe, das war lila.
Jetzt kommen keine Tore mehr. 85. Puh. Klasse, du hast diese Strecke so gut dann gemeistert. Ab auf Rundenzeit gehen. Das ist eine sehr starke Grundlage für das Wochenende. So schnell rein. Mann. Rückstand. Nein. Sogar ziemlich viele da oben dabei beim Schnellfahren. Naja, bei Stadtkursen ist es umso schwieriger. Oder ist es einfach schwieriger, die Tore nicht zu treffen. In Monaco ganz besonders, weil da ist echt nicht viel Platz. Hier ist man auch ziemlich beschränkt. Das wäre egal, Quatsch. Es werden sogar mehr Punkte als in der letzten Runde. Und die Zeit ist deutlich schon bei 610. Programm abgeschlossen. Gute Arbeit. Wir haben in diesem Durchlauf einige exzellente Daten erhalten. Also komm vorbei. Zurück in die Garage und ich zeige dir die Zahlen. Zweit in. Boxenstopp. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Update, beste Runde. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1 Minute 45,5. Fahr rein, Jamir. Gasly liegt hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,45,8. 3 Zehntel hinter uns mit Reifen, die 6 Zehntel schneller sind. Aber ist ja auch nur ein Alpha Tauri. Fahrer vor mir. Norris liegt vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 45,3. 2 Zehntel vor uns mit 6 Zehntel schnelleren Reifen. Schnellste Runde insgesamt. Im Moment liegt die schnellste Runde bei 1,44,8. 7 Zehntel vor uns mit vielleicht 6 Zehntel. Oh, Julian auf der 2 schnelleren Reifen. Status Teamkollege. Er ist auf Rang 2. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 45,1. 4 Zehntel vor uns mit 6 Zehntel schnelleren Reifen. Wetterbericht. Die Bedingungen sehen im Moment stabil aus. Wir erwarten momentan keinen Regen. Trockenreifen passen gerade am besten. Boxenstopp. Also komm nach dieser Runde rein. Fahr nach dieser Runde an die Box. Der Giuliano hat eine Zeit, so früh schon, das ist ja unglaublich, ja, gelbe Reifen beim Erstplatzierten, beim Carlos.
während eines Boxenstopps etwas Spezielles wissen oder Änderungen am Auto vornehmen möchtest, kannst du mir das über Funk mitteilen. Aktiviere das System durch Drücken und Halten der Funktaste. Du kannst den Befehl aussprechen oder ihn manuell am Funkbildschirm auf der Multifunktionsanzeige auswählen. Während das Funkgerät aktiv ist, kannst du mit der MFA-Taste durch die Befehlsgruppen schalten. 45.8 Weißreifenzeit der zweiten Saison. Das mal noch so nebenbei. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1,45,5. Kann losgehen, sobald du bereit bist. Bereit, Chef, bereit. So langsam verzieht sich bei mir gerade die Sonne. Ach, Autopilot. Ich darf erst wieder sehr spät übernehmen, als wir schon längst über die Linie hinaus sind. Sonne weg, Fenster aufmachen ist keine Option, denn draußen ist es. Ist die Luft wärmer als hier drin. Das würde sich erst so gegen 22 Uhr lohnen, aber. Ich werde bis 23.15 Uhr hier mit der Aufnahme sitzen. Also erst danach Fenster auf. Aber die Nacht kürzt eh nicht so ab. 20 Grad heißt, hier drin bleiben es mindestens 25 Grad. Das sind zwar immerhin 3 Grad weniger als jetzt, aber die nächsten Tage werden auch sehr warm und ja. Wenn ich die nächsten Räumlichkeiten von Grund auf mitentscheiden kann, dann wird auf jeden Fall eine Klimaanlage eingebaut. Das ist sowas von klar. Sommer hier, draußen 35, 38 Grad im Schatten, hier drin kühle 24, oh, Vorfreude ist die schönste Freude in vielen Jahren vielleicht, ach Kacke. In der Formel 1 müssen nein. Da verquatscht, so, Konzentration. Sekunde hinter der Zielzeit, Reifen fast lila. Es wird eng rechts hoch. Ging gerade nochmal gut. Dreiviertel Sekunde Rückstand, aber es kommt dann noch die ellenlange Gerade. Fast 2 Kilometer Vollgas. Wir werden mit viel Zeit gut machen. Lila, 6 Cent Rückstand. Und leichten Windschatten haben wir auch noch. So, 6 Cent Rückstand. Mal gucken, was wir am Ende der Geraden da bei der Ziellinie haben. Auf jeden Fall ein Plus, da bin ich mir sowas von sicher. 13 Rückstand. Gleich ein Plus. Und eine Sekunde machen wir gut, ja. Mehr als eine Sekunde. 1,1 Sekunde. Okay, Test abgeschlossen. Das war wirklich gute Arbeit. Wir haben ein paar wertvolle Informationen daraus gezogen. Gegenüber der Zielzeit, das ist eine Menge Holz.
Boxenstopp. Bestätigt, du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Dafür war die Runde jetzt nicht berauschend. Fahrer vor mir. Bottas vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 44,7. So wie wir, aber er die gelben. Ah, kacke, jetzt stehe ich blöd. Ja, das war großer Mist. Aber er hat ein rotes Lämmchen, das ist gut. Ich hoffe nicht, dass der Moment, als er an uns dran war, seinen Strom umgestellt hat. Und zuvor eben auch eine Fliegenwunde war. Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden. Das ist doch schön. Statt des Teamkollege. Er ist auf Rang 5. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,45,1. Statt des Konkurrent. Er ist auf Rang 15. Offenbar ohne Zeit. Boxenstopp. Geht klar. Boxenstopp in dieser Runde. Rote Reifenzeit der zweiten Saison 42,4. Fertig. Bereit. 1,2 Sekunden, das ist heftig. Zwischen Gelb und Rot. Für Q2. Probieren werden wir es auf jeden Fall. Wie ich erst wirklich... Ich habe halt mehrmals die Taste für Boxengassenbegrenzer ausgedrückt. Ging halt wirklich erst, als das Ding wirklich ausging. Weil ich eben ein paar Mal hintereinander gedrückt habe. Jetzt nicht die Taste gehämmert, aber halt immer wieder. Ah, immer nach P, drück, drück, drück. Rotleuchtenfahrer. Eine Rosalie vor uns. Oh, Wandbrüll. Wetter, jetzt gleich nochmal eine schnelle Runde. Die aber nicht viel schneller ist, als unsere ist. Ach, macht das Spaß. Spott
jetzt schon annähernd lila. Anderthalb Zehntel noch gestanden, nee, eine nur noch. Sprit lila. Im Mittelsektor luften eh nicht so viel, jetzt gebe ich hier Gas. Und dann haben wir noch 1,1 Sekunde auf der Geraden, die wir gut machen. Und der Rohrsonne ist immer noch vor uns. Zehn Rückstand gehabt. Das ist jetzt aber interessant, 1,3 Sekunden Rückstand. Sieht nicht gut aus, 1,4 Sekunden Rückstand. Gut, wir haben auch leichten Windschatten trotzdem. Jetzt müssen wir 1,4 gut machen. Bringt uns der Windschatten 3 Zehntel, ich wage es zu bezweifeln. Sprit ist auf jeden Fall lila. 6 Zehntel noch, der Windschatten wird größer. Besser. Wird was. Geschlossen. Gute Arbeit. Wir haben in diesem Durchlauf einige exzellente Daten erhalten. Also komm zurück in die Garage und ich zeige dir die Zahlen. Komm, fahr. Boxenstopp. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Start aus dem Kollege. Er ist auf Rang 7. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 45,1. Immer noch. Status Konkurrent. Er ist auf Rang 6. Hat sich um 9 Plätze verbessert, aber eine Zeit sagt Jeff nicht an. Aber er darf nicht, weil Codemasters. Gucken, ob es den Fehler dann auch im nächsten Spiel geben wird. Mich wird's halt überhaupt nicht wundern. Ich sag nur Wetterbericht, strahlender Sonnenschein. Ja, der Regen wird in 10 Minuten aufhören. Das ist ähnlich. Oder dauert noch 10 Minuten an. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Spät an die Wand gekommen, hat's geratzt. Aber alles in Ordnung, außer die roten Reifen. Zu schnell. Rasen in der Boxengasse, ja, dann muss halt mal gemäht werden. Der Rasen. In Silverstone gibt's Rasen in der Boxengasse, ja. Gar nicht mal so wenig. Auch cool, wenn man hier einfach die Autos in Kurve 1 sieht, in der Boxengasse. Weil die Mauer halt da nicht ist. Die hört kurz vor der Kurve oder kurz vorm Scheitelpunkt auf. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Hamilton, Ocon und Valtteri Bottas. Leider müssen wir uns schon verabschieden, das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. Bester Deutscher und der zweitbeste Deutsche ist gerade noch an den Punkten auf der 10.
Na toll. Wir haben hier momentan ein kleines Problem. Sieht so aus, als wäre irgendwas mit der Einspritzung. Wir sehen uns das an, aber wir werden ein paar Minuten beschäftigt sein. Darauf einen Spritzring oder einen Spritzkuchen. Puh, dauert ein paar Sekunden. So. Lass uns ein paar Runden absolvieren. Na aber los. Wir haben schon genug Zeit vergeudet. So, Herr oder Frau Autopilot, was machst du gleich mit uns? Diesmal war es in Ordnung. Keine Ahnung, was jetzt anders gelaufen sein soll als vorhin. Habe ich jetzt eine Millisekunde zu spät gedrückt, dass es eben genau richtig ist? Keine Ahnung. Also eine Millisekunde zu spät im Vergleich zu zuvor. Aber dass das dann einen Unterschied ausmacht, für es klappt, keine Ahnung. Wetterbericht. Der Regen wird in etwa 10 Minuten abklingen, also versuch da draußen konzentriert zu bleiben. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Das kennen wir ja, Jeff. Boah, das war knapp. Wie knapp war's denn? Oh, Ecke vorne links angeschlagen. Seht ihr das? Man hört's ja, aber... Flupp, da fällt vorne links was in der Spitze. Schade. Aber nichts, was Schaden bedeutet. Der Schaden ist zu marginal. Gas geben, jetzt schon Strom einsetzen, einfach weil wir es können. Ne, ich höre schon wieder auf. Das war knapp an der Wand vorbei. Jetzt schon fast im grünen Bereich, dabei kommt die lange gerade noch. Und jetzt sogar mit Stromeinsatz. Hundertsechzigtausend Rückstand bei Vollgasbeginn. Okay, Test abgeschlossen. Das war wirklich gut. Das sind locker 1,5 Sekunden gewesen, die wir seit Vollgasbeginn gut gemacht haben. Update, letzte Runde. Okay, die
Zeit der letzten Runde war 1:44,1. Und Fahrer hinter mir? Vettel hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1:45,1. So wie wir aber mit Reifen, die 1,2 Sekunden schneller als unsere sind. Mist. Boxenstopp. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Alles klar. Ich mag den Funkspruch. Oder das einfach. Das einfache. Okay, alles klar. Hinter uns ist jemand, der sich auf der Streckenkarte gut tarnt. Fahr vorbei. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Ein gut getarnter Herr Teamkollege mit gelben Reifen. Dann wollen wir mal ranfahren. Bei Minibox fahren. Und wir jetzt schon aufhören, obwohl der Windschatten noch gar nicht so krass ist. Wir überholen links Giuliano. Oh, das wird nix. Au, au. Aber die Radaufhängung ist ganz geblieben. Diesmal ist die Nase etwas heller geblieben als gerade eben. Puh. Sechs Zehntel schneller als mit den roten Reifen vorhin. 44,1. Saison 2 hatten wir 1:44,2. Eine knappe Zehntel schneller. Nicht mal eine halbe, aber von 44,2 auf 44,1 kann man grob sagen, eine Zehntel. Alles bereit. Na dann los. Okay, ich habe gedrückt die ganze Zeit. Autopilot blieb auf der Spur, aber der Boxengassenbegrenzer ging nicht aus. Warum das gerade in Monaco und in Baku ein Problem ist, keine Ahnung. Ob Scoutmasters weiß, keine Ahnung. Wäre schon lustig, wenn sie es wissen und auch wissen, wie es zu beheben ist, aber sich sagen, das wäre schon kackdreist. Ich werde den Sprit gleich wieder so einsetzen, wie ich im Rennen auch fahren würde. In der Sektor werde ich viel mager fahren. Dafür eben bei den Vollgasecken fett. ...7,1 Tankrunde laut Lenkrad. Der Umschalten lohnt sich nicht wirklich.
Ein Rosalie vor uns. So, jetzt wird viel Mager gefahren. Qualifying-Tempo gespannt. Dann machen wir hier nicht über eine Sekunde gut. 6,1 Tankrunde noch. Großartige Runde. Du hast genau das abgeliefert, was wir erwartet haben. Weiter so. Man könnte mit dem Sektor ganz schön nerven. Hat noch kein rotes Lämpchen an. Fahr doch. Hier wird uns jetzt davonziehen. Ein Stück weit. Das ist überhaupt nicht mein Ergehen. Liegt bestimmt am Möchtegern. An der Möchtegernburg, weil die einfach nicht echt ist. Der Windschatten zieht hier schon ordentlich. Zeit innen. Machen gegen den Super Post Grand Prix auf der Geraden. Auch in den Kurven sind wir nicht schlecht. Tolle Leistung bis hierhin. Wir bekommen großartige Daten. Deswegen können wir uns auch diesen geringen Abtrieb leisten. Weil wir auch in den Kurven super sind. Chassis könnte noch besser werden, aber da sind wir ja dran. Sektor bekommen. Tschüss, Rosalie, wir hauen ab. Auch wenn du leichten Windschatten hast, was heißt leichten? Du hast Windschatten. Aber kein Grund, bei dir zu bleiben, Mauer. Nichts passiert. Ich komme aber leider nicht mehr in die Bestzeit ran. Runde. Du hast
hast genau das abgeliefert, was wir erwartet haben. Weiter so. Den gelben Reifen wird es noch nicht liegen. Das wäre schlimm, wenn das so wäre. Ich mache was verkehrt. Die Runde können wir damit auch schon wieder knicken. Der Alpha Sauber könnte vielleicht noch mit dem Sektor nerven, wobei, nee. Ich glaube, das ist gerade noch weit genug weg. Ja, auf jeden Fall weit genug weg. Sind auf die eigene Beste Druckstand. Alles in Ordnung. Boah, beide Reifen rechts ab. Wobei vorne rechts bloß geplatzt, Aufhängung ist noch ganz. Aber wie man da komisch hängen bleibt in der Wand, ist ja eigenartig. Man wird am Boot abgebremst. Oder wie dieser Spitz war. Boah, der schöne Wagen, scheiße, ey. Vorne Flügel sieht aber auch nicht so schlimm aus. Nö. War doch ganz in Ordnung. Sieht der Wagen, glaube ich, anders. Ja, vorne rechts bloß Plattfuß, hinten rechts Aufhängung. Minimal kaputt. Und der Rosane, der hat voll Spaß, wie das Heck hinten hochgehoben wird. Er düst ja einfach voll vorbei. Geht er überhaupt vom Gas? Ja. Naja. Das darf im Rennen nicht passieren. Auch nicht im Qualifying. Bis hierhin. Wir bekommen großartige Daten. Mir ist zu viel Anstein. Windschatten kommen wir erst sehr spät. Mit der Delta-Zeit Lenkrad klar. Das wird auch keine Bestzeit, weil der jetzt massiv einbremsen wird. Der Alpha Tauri. Und schmutzige Luft liefert er auch noch, der Drecksack. Hier kommen wir auch noch näher, weil jetzt zieht uns die Konkurrenz etwas davon. Ob der Windschattenüberschuss zu Beginn der Geraden hilfreich sein wird, um nochmal an die Bestzeit halbwegs ranzukommen. Wobei 14. eher nicht. Strom, ohne großartigen Stromeinsatz fahren wir jetzt vielleicht vorbei.
Na, vorbeifahren kann man das nicht machen. Programm abgeschlossen. Gute Arbeit. Wir haben in diesem Durchlauf einige exzellente Daten erhalten. Aber er bremst also zurück in die Garage und ich zeige dir die Zahlen. Jetzt sind wir an ihm vorbei, jetzt fahren wir die schwachen Modi. Und jetzt ärgert er sich gleich. Will ich mal nicht so sein. Boxenstopp. Also komm nach dieser Runde rein. Fahr nach dieser Runde an die Box. Startest du den Kollege? Er ist auf Rang 10. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,45,4. Mit weißen Reifen. Oder auch wieder mit den gelben. Ich gehe gleich nochmal auf die Radarfalle. Kommt ja sehr früh. Treibstoff niedrig, dir geht das Benzin aus. Du musst innerhalb von 2 Runden an die Box. Wenn dem so ist, dann hau ich mal mehr Sprit raus. Jeff denkt sich auch, was macht der Kerl denn? Ich hab ihm doch gerade was gesagt. Ja, aber du sagst viel, wenn der Tag lang ist. Komm diese Runde herein, bitte. Boxenstopp in dieser Runde. Kacke. Kostet auch etwas Schwung, deswegen nochmal. Auch wenn das Trainingsprogramm für uns jetzt vorbei ist oder General T2. Keine gute Linie. Kein neuer Bestwert, interessant. Letzte Runde war die beste Runde. 0,92 Reifenabnutzungsfaktor. Ne. Die Zeit ist langsamer und mit den Gelben haben wir eben schon eine Zeit und die war eben schneller als diese. Ja, wir sind auf der Geraden schon sehr gut unterwegs. Keine Frage. Es wird Zeit, noch einmal noch einen besser. Blick auf die 3 Bestplatzierten zu werfen. Verstappen, Hamilton und Valtteri Bottas. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Und jetzt sind wir schlechtester Deutscher. Es riecht doch nach Claire. Das war Pech heute. Ja. Das muss unglaublich enttäuschend sein. Es ist gut, Zuverlässigkeitsprobleme schon im Training anzugehen, nicht wahr? Was? Mir wäre es lieber, es gäbe gar keine Probleme, Strapazierfähigkeitsabteilung. Es ist besser geworden, aber noch immer nicht ideal. Das stimmt. Macht mal was. Wir haben heute ein paar interessante Ergebnisse gesehen. Sind Sie zufrieden mit Ihrer Leistung? Hätte besser laufen können, ja, sehr viel Spaß. Den Umständen entsprechend bei Baku. Ist das etwas, von dem Sie glauben, dass es Ihnen im Vergleich zu Ihren Gegnern einen Vorteil verschafft hat? Die Strapazierfähigkeitsabteilung, die Aero, das Triebwerk, das Fahrwerk, also das Chassis. Danke für den Kommentar. Bitteschön.
Die Strecke ist aktuell noch ganz frisch. Also nimm dir ein paar Runden, um die Reifen auf Temperatur zu bringen und ein Gefühl für die Strecke zu bekommen. 42,9 sollte drin sein. Ist die Zielzeit jetzt aber noch niedriger? Also ich habe es gerade von den gelben runtergerechnet. 41,9. Interessant. Autopilot passt. Nett. Gut, wir werden Fett fahren und mehr Strom einsetzen. Ob das aber eine Sekunde ausmacht, denke ich eher weniger. Ich muss halt generell besser werden. Wetterbericht. Im Moment droht kein Regen. Die Bedingungen sehen gut aus. Trockenreifen passen gerade. Die Zeit ist schon sehr sportlich. Schon 2% hinten, rechts sogar 3% runter. Vorne links 1%. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube, das wird nichts mit Grün. Vorsprung, aber der Mittelsektor kommt ja noch. Ach, nicht gut. Weg vom Scheitel, kein Schwung mitgenommen. Er kommt sogar noch ran. Zu spät gebremst. Oh Mann. Das bringt auch aus dem Rhythmus raus. Zu früh gebremst. Und zu weit innen. Das wird nichts mit Grün. Wir machen ja nicht mehr über eine Sekunde gut auf der Geraden. Vorsprung. Rückstand sogar noch angewachsen. Also Vorsprung jetzt die Zeit so gesehen. 957.000 Rückstand. Wir sind hauchschneller. Jetzt schon etwas mehr. Aber es reicht bei weitem nicht. Wir haben bei diesem Versuch nicht wirklich die Daten bekommen, die wir wollten. Versuch es besser noch einmal. Nö. Boxenstopp. Bestätigt. Du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Status dem Kollegen. Er ist auf Rang 2.
Wetterbericht. Das Radar zeigt keine Störungen. Das Wetter sieht im Moment gut aus. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Ich sag nur Vettelbericht. Die Bedingungen sehen im Moment stabil aus. Wir erwarten momentan keinen Regen. Trockenreifen passen gerade am besten. Ich geh nochmal auf die Radarfalle. Boxenstopp in dieser Runde, bitte. Boxenstopp in dieser Runde. Okay, alles klar. Hast du ja da vorne? Nichts Neues. Doch. Ah, der ist Misspunkt. Habe ich jetzt vertan. Da habe ich mich jetzt vertan. Das Konkurrent auf Weißen. Bei deaktiviertem Boxenstopp-Assistenten musst du auf deine Geschwindigkeit bei der Einfahrt in die Boxengasse achten. Fährst du zu schnell über die Begrenzungslinie, erhältst du eine Strafe. Achte auf die Hinweise, die dir Zielgeschwindigkeit und Distanz zur Linie anzeigen. 42,4, Saison 2 zu 42,7 jetzt. Geschätzt 17. Ziel wieder Dritter. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Dann ist das halt so. Sektor 1 und 2 nicht gebonkt. Damit haben wir 505 von 575 Ressourcenpunkten. Wir brauchen Bums im Qualifying mit den Gelben. Ich gehe auf die Teile, die wir in Monaco verwendet haben. Auf dem Einstellungsbildschirm auf deiner Multifunktionsanzeige lassen sich diverse Einstellungen während des Fahrens vornehmen. Öffne die Anzeige mit der MFA-Taste und navigiere nach oben oder nach unten zur gewünschten Einstellung. Unsere beste Runde liegt jetzt bei 1 Minute 42,7. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir uns noch einmal die drei Bestplatzierten an. Der Eismann, Ricardo und Lewis Hamilton. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. Das Ziel ist auf jeden Fall Q3, aber wenn Q3, dann müssen wir es auf jeden Fall mit den Gelben erreichen. Das ist das Ziel. Mal gucken, ob es gelingen wird. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.